Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelaar und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Heirloom-Guide zeigen. Und zwar geht es um die beiden Trinkets, die ich jetzt auch schon in meinem anderen Level-Guide-Video erwähnt habe. Und zwar einmal hier Verteidigen der Champion und Zurückkehren der Champion. Für die bekommen wir ja bei beiden 50% mehr EP in, ja, in der Arena bzw. auf BGs. Und dementsprechend sind das schon zwei sehr lohnenswerte Trinkets. Wo bekommen wir die jetzt her? Wir müssen die nämlich einmal erfarmen und zwar über einen, ja, ein bisschen längeren Zeitraum würde ich euch mal empfehlen. Ihr müsst nämlich für beide Trinkets jeweils 12-mal eine Arena gewinnen. Und zwar ist das einmal die Arena hier im Schlingendorntal, wo ich jetzt gerade bin. Das ist die Goribashi-Arena, also sprich, wir sind im unteren Schlingendorntal und dann hier auf den Koordinaten 46, 25. Und das andere ist auf der Dunkelmond-Jahrmarktsinsel. Da gibt es ja auch so eine Arena relativ weit hinten am Wasser schon. Einfach rechts halten, da könnt ihr dann quasi auf dieses Gitter klicken, dann kommt ihr in diese Arena rein. Und wie funktioniert das jetzt genau? Wir müssen 12-mal die Kiste in der jeweiligen Arena looten. Heißt, alle 3 Stunden, und zwar um 12 Uhr, um 3 Uhr, um 6 Uhr, um 9 Uhr und dann wieder um 0 Uhr, geht quasi ein Event los und hier haben wir gerade das Event. Da läuft nämlich dieser Goblin in die Mitte bei der Goribashi Arena. Bei der anderen, quasi auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt, ist es so, dass einfach die Kiste erscheint in der Mitte. Und sobald die Kiste erscheint, kann man hingehen, auf die Kiste draufdrücken und diese Kiste looten. Das Problem an der Geschichte ist, nicht nur man selber will die Kiste, sondern auch ein paar andere Spieler. Und dementsprechend muss man halt gegen alle anderen kämpfen, bis man, ja, bis man das Glück hat, diese Kiste zu looten. Und wenn man die Kiste gelootet hat, dann ist es so, dass man ein Abzeichen rausbekommt und wenn man 12 Abzeichen hat, kann man diese abgeben und bekommt dann dementsprechend das Erbstück und kann es lernen und hat dann, ja, bei allen Chars das Erbstück. Wir können jetzt mal hier mit ihm quatschen. Ihr seht, man braucht hier 12-mal ein anderes Trinket, das heißt hier Meister der Arena. Und wenn wir die haben, können wir die abgeben und kriegen das. So, unser Ziel ist jetzt quasi, hier in die Arena reinzugehen und das Ding zu looten. Und dahingehend muss man halt gegen alle anderen kämpfen. Das kann ein bisschen ätzend sein. Hier seht ihr, da ist schon Rogue, der ran ist eine Stealth. Wir können jetzt auch einmal probieren, einfach mal rein zu stealthen, uns vielleicht zu ninjern, wenn wir Glück haben, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oh, da kommt der nächste. Also ihr seht schon, hier ist tatsächlich ein bisschen was geboten. Und wir werden jetzt. Oh fuck, jetzt haben sie mich rausgeholt. Wir sollten hätten so ein Pygmäen-Ding nehmen sollen. Jetzt versuchen wir es mal. Ja, okay, das war nicht von Erfolg gekrönt. So, das war eigentlich soweit der Guide. Wir versuchen jetzt einfach noch hier die Leute umzuboxen und ich versuche das Ding zu kriegen. Ich brauche es ja nicht, ne? Ich habe das Ding schon vor Urzeiten geholt. Vielleicht habt ihr ja auch noch mit dem einen oder anderen Char was auf der Bank flacken. Das wäre vielleicht jetzt so eine Geschichte, wo ihr gucken könntet. Komm, den Laser mal schnell weg hier. Oh, die hat sich ordentlich Schilde draufgehauen. Große Heilung, das interrupten wir mal. Ich habe jetzt blöderweise mein Freehold Gear noch an, tatsächlich. Okay, der erste ist schon mal tot. Jetzt schauen wir mal, dass wir den noch killen. Das Problem ist, eigentlich solltet ihr nicht, so wie ich das mache, hier reinspringen und am Anfang zu kämpfen, denn der Friedhof ist hier relativ um die Ecke. Im Endeffekt funktioniert es das so, dass wenn ihr stirbt, könnt ihr hier wieder ranlaufen und wieder weiterkämpfen. Und ihr müsst eigentlich gucken, dass ihr nach Möglichkeit die anderen kämpfen lasst, bis die alle eine relativ lange Wiederbelebungszeit habt. Und dann springt ihr quasi erst rein und kämpft gegen die Reste, die noch übrig sind und ninjert euch die Kiste quasi weg. So sollte man es eigentlich machen. Also hier am Anfang reinzuspringen und zu kämpfen, so wie ich das gerade mache, ist eigentlich nicht so sonderlich zielführend. Seht ihr, da kommen schon wieder die ersten, die vorhin gestorben sind. Und ja, jetzt haben wir natürlich hier noch einen DK-Tank, der wird relativ lange überleben. Und wir haben dementsprechend hier noch den Diszi, der wahrscheinlich auch gleich wiederkommt. Und ja, da muss man ein bisschen gucken. Wenn ihr das vielleicht ein bisschen zu einer späteren Stunde macht oder versucht, so ein bisschen Server zu hoppen, dann könnt ihr da natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr Loot kriegen. Ich habe es damals auch teilweise mit Serverhop probiert und das ging tatsächlich recht gut. Oder ihr versucht es von der Luft aus wegzusnacken. Das ist dann auch immer noch so eine Möglichkeit, die ihr nutzen könnt. Ja, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen mehr Glück als ich. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier noch eine Weile kämpfen. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video wieder. Euer Chela, bis dann. Ciao.